Man kann, wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel sagen, sag mal Schmidt, deinen Job könnte ich eigentlich auch, ja? Da haben Sie recht. Aber Sie brauchen im Grunde brauchen Sie einen Partner, der Ihnen hilft. Ich sage mir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie sind zu Gast bei Frank Elstner, ja? Und haben einen riesen Gag auf der Pfanne, wie am letzten Freitag der baden-württembergische noch Ministerpräsident, weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Günther Oettinger. Dann sind Sie auch darauf angewiesen, dass wenn der Gag zu Ende ist, dass ein Kollege wie Frank Elstner gleich rein geht, um die Sache zu stützen. Aber ich will nicht vorwegnehmen, denn der Gag, den Günther Oettinger jetzt erzählt, ich habe schon viel gehört und ich sage nur so, Sie brauchen nicht viel zu wissen, aber den Unterschied zwischen einer Traube und einer Raupe, den sollten Sie in etwa kennen. Zeig mal. Ihr Vorgänger ist ein wunderbarer Witzeerzähler. Sie auch? Ich glaube ja. Ja? Wollen Sie eine kleine Kostprobe geben? Da treffen sich zwei... Das geht aber schnell. Da treffen sich zwei Raupen. Und die eine hat, also Rosinen, und die eine hat eine Grubenlampe obendrauf. Da fragt die andere, was denn los? Und sagt die eine Rosine, du, ich muss nachher in den Stollen. Und deswegen bin ich so verrückt nach Weihnachten, ja, dieser schöne Raupenstollen. Ja. mit so frischen Raupen. Und wir bewahren ja zu Hause den Stollen so lange auf, bis ein Schmetterling draus wird. Ja.